So sieht's aus. So, hier müsste man mischen. Zwei. Zwei war das jetzt. Genau, zwei mit einer mit einem anderen Becher mischen heißt es. Zwei mit was anderem. So. Na gut. Ist das die vier? Ich sehe es hier von dir nicht. Ah, ist die vier, sorry. Gut, ist ja wurscht, war ja nur mal Probe. Moritz wollte sehen, wie es nicht geht. So, hier sind jetzt die Fragen. Oben, unten kannst du aussuchen, zieh dir einfach eine. Ja. Das sind jetzt quasi meine Fragen, das sind eure Fragen. Schnick, schnack, schnuck. Und dann erzähl ich dir nochmal die Regeln. Schnick, schnack, schnuck. Jawohl. Sag mal. Dreimal? Okay. Ja, ist schon gut. Ich merke nur, dass ich seit Wochen verliere. Sogar hier schon. Okay, das heißt, du stellst mir gleich die Fragen am Stück. Jo. Hier das gerne mal kreuzen, Häkchen setzen, wie auch immer. 90 Sekunden haben wir Zeit. Was nicht richtig ist. Genau. Alles gut. Wir haben 90 Sekunden Zeit. In den 90 Sekunden haust du eine Frage nach der anderen raus. Ich höre dir zu und versuche, so viele Fragen wie möglich richtig zu beantworten. Ja. Volle Konzentration. Okay. Geht's los? Ja. Wobei hat ein Analphabet Probleme? Beim Lesen und Schreiben. Ja. Wodurch wird Dornröschen im Märchen aus ihrem Schlaf erweckt? Mit einem Kuss. Ja. Wie heißt der japanische Ringkampf mit den besonders schweren Ringen? Sumo! Jawohl. Hoja. Wer ein Duckface macht, der macht ein... Selfie? Entengesicht. Ach so. Bei welchem Sport ist Snooker eine klassische Variante? Billard? Yes. In welchem Land liegt die Stadt Garmisch-Partenkirchen? In welchem Land? In welchem Land? In welcher Nation? Ja. Garmisch-Partenkirchen? Ja. Ist das Österreich? Nein. Oder Deutschland? Das ist noch Deutschland. Verdammt, ist das noch Deutschland? Na, wie viele Stunden etwa am Tag scheint die Ab Sonne Bayern zähle ich ja nicht mehr. Am Äquator? Entschuldigung, was? Das ist ein großes Thema jetzt. Schnell weiter, nächste Frage. Ja, was? Ab wie viele Stunden scheint am Tag die Sonne am Äquator? 12? 12, richtig. Wie nennt man EU-Kommissionsmitglieder? Weiter. Oh. Kommissare. Ja. Bei welchem jugoslawischen Nachfolgestaat ist der völkerrechtliche Status noch immer strittig? Albanien? Kosovo? Kosovo. Ja, Kosovo. War richtig. Was ist eine Wuchtbrumme? Würstchen. Nein, eine beeindruckende Frau. Wo befindet sich die Weltzentrale der Zeugen Jehovas? Oh. USA. Ja, New York City, aber das ist in den USA. Welche Farbe hat der Umhang mit der Comicfigur Superman? Rot. Richtig. Welche Religion verbietet eine Feuerbestattung? Oh, verbietet? Mhm. Islam? Das Judentum. Na, Islam auch. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht, aber ich glaube Islam auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir haben Judentum eins, ist ja das. 3, 4, 5, 6, 7, 8 richtige haben wir gesagt. Ja, endlich mal wieder 8. Wurde auch mal Zeit, ey. Okay. Ich war so schlecht in letzter Zeit, ehrlich. 8, was habe ich da falsch gemacht? Kuss, Sumo, Entengesicht. Ja, ja, der Fehler mit der Wuchtbrumme hat natürlich schwer gewogen. Ja, 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 ja. Ey, kein Scherz, es gibt doch Würstchenstand, da steht immer Wuchtbrumme. Ja, ich weiß auch nicht, wie du dazu sagst. Genau. Wuchtbrumme ist eine Frau, geiles Ding. Also wie viel? 8. 8, ja. So, das heißt, ihr müsst jetzt 9 richtige Antworten von euch geben. Seid ihr bereit, ihr Gentlemen? Okay, ja. Let's do it. Welches Instrument wird üblicherweise vom Konzertmeister eines Orchesters gespielt? Weiter. Wie werden bei Druckwerken die Angaben zum Verleger, Herausgeber und so weiter genannt? Weiter. Ja? In welcher Sportart sind Laura Ludwig und Kira Walkenhorst international erfolgreich? Komm, das weiß man doch. Beachvolleyball. Yes. Ein sicheres und einfaches zu bedienendes Befestigungssystem für Kindersitze im Automobil heißt? Gurt. Gurt. Ist jetzt gut. Wie wird das Gewürz Piment auch bezeichnet? Pfeffer. Ja. Auf welcher Rennstrecke hatte Niki Lauda 76 einen sehr schweren Unfall? Nürburgring. Ja. Ein Theaterstück von William Shakespeare trägt den Namen Der Kaufmann von? Punkt, Punkt, Punkt. Von? Na. Weiter. Ja. Aus was besteht Rauschgold überwiegend? So ein Goldhaar heißt das. Für welche Musikrichtung war Django Reinhardt bekannt? Oh Mann. Weiter. Ja. Okay, ab wann gilt man in olympischen Boxen als Superschwergewicht? 102 Kilo. Zu welchem Anlass werden Kürbisse ausgehöhlt und in Laternen verwandelt? Halloween. Halloween, ja. Als was bezeichnet man jemanden, der mit dem Auto entgegen der vorgeschriebenen Fahrt gefahren ist? Geisterfahrer. Komm, der Zähler. Okay, nehme ich noch. Geisterfahrer. 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein. Der Konzertmeister spielt Geige.
Ja. Tatsächlich. Ja. Und Druck, Verleger, Herausgeber, Impressum. Ja. Ja, ja. Ah, okay. Ohne Flachs, ja. Ich sag's immer wieder. Die Fragen sind immer einfach. Ich denke mir immer, wenn ich zu Hause sowas sehe, denkst du, du Blödmann, ne? Auch stehen. Ja. Wie kann, nee, jetzt weißt du. Das erste Mal selber hier und krieg voll eine ab. Kindersitze sind Isofix. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Oh, ja, Rauschgold ist Messing. Das war aber sehr nah dran. Ne? Und der Kaufmann von Venedig. Ja. Mhm. So. So, ich habe mal gewonnen, jetzt heißt es mal zurücklehnen. Och, wer? So, jetzt dürft ihr am Rädchen drehen, ihr Hübschen. Ja. Also, jetzt geht's an. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Mal gucken, was da steht. Das sehen. Schauen wir mal. Was heißt das? Was heißt denn das? Eins, oder? Die fünf trinken heißt das nur. Ja, gut. Das heißt, die fünf nehmen. Die einer fünf von euch muss ja. Also, einfach die fünf darf nehmen. Ich jetzt abdecken, ja, ja, oder? Jetzt kann man es abnehmen. Na, komm. Nimm einfach runter. Ja. Das fünf. Das so, und dann auf Hobby Hop. Ja, wer denn jetzt das von uns beiden? Bitte. Ja, der Sportler natürlich. Der Sportler. Nein, ich glaube, das ist Wasser. Ja? Was ist denn das? Ja, das ist kein Wasser. Ach nee. Ja, dann. Prost. Herzlichen Prost. Glückwunsch dem Sieger, ja. Dem Gewinner. Wurde auch mal Zeit, dass ich nicht mal von der Couch fallen jetzt. Na? Und? Tequila. Nein, richtig, klar. War klar. Wasser? Nein. Was ist denn das? Es war Alkohol, ohne Frage. Tequila. Frag mich. Ja, fehlt die Zitrone dabei. Ich habe davon in letzter Zeit zu viele getrunken. Anscheinend, ja. Ja, anscheinend. Das war zu viel. So, letzter Clip des Abends. Der kommt hier. Bitteschön. Jetzt bin ich der Einzige, der trinken musste, ja? Ja. Auch gemein.